starten und dann kann es losgehen. Yeah. So, wir wollten... Moment, ich habe die, genau, die Zeit und alles zurückspulen und so. Nehmen wir die Zeit, rechts A, runter, rechts A, runter. Also nochmal für alle, wir machen heute nur ein paar Masken holen und so, und wenn ihr darauf keine Lust habt oder euch dazu langweilig ist, ja, gibt es noch andere Streams. Ja, theoretisch auch, genau. Aber ihr müsst natürlich hier bleiben, das ist Pflicht. Wenn ihr woanders hingeht, dann seid ihr sofort gefeuert und gestrichen und ihr verliert alle eure Funken. Ah, nein. Also ohne euch jetzt unter Druck zu setzen. Okay, so. Nur minimal. Nur ein bisschen. Nein, das wird ja trotzdem spaßig. Mm. Zumindest ein paar davon. So, und dann langsamer. Ist das das hier rückwärts? Ah, oder doppelt? Genau. Nee, rückwärts. Rückwärts. Runter A, rechts. Runter A, rechts. Ah, fuck. Runter A, rechts. Runter A, rechts. Ina schnappt sich trockenes Holz. Yes. Ina kokelt schon wieder. Der kokelt pullert ins Bett, ne? Wie meine Mama mal früher gesagt. Ja, okay. Ja. Okay, dann so. Geh mal. Ja. Die zeigt mir natürlich, doch, habe ich. Geh mal nach Ost-Unruhstadt. Moment, schau mal nach, was da. Haben wir da eine Karte? Nö. Osten. Weil ich finde, du warst hier noch zu wenig in Häusern drin und hast dir noch nicht so alles angeguckt. Das kann sehr deswegen gut sein. Deshalb schauen wir uns auch das an. Ja, geh mal einfach ein bisschen in die Häuser rein. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wo okay. Das ist. Also wir schauen uns um. Schießbude haben wir hier. Okay. Hier gibt es theoretisch den großen Köcher, falls du den haben möchtest. Aber da brauchst du erstmal Geld. Ja, klar. Aber das ist jetzt auch noch nicht so wichtig. Also das können wir auch noch später machen. Okay. Wir wollen jetzt erstmal zum Haus des Bürgermeisters. Ah, okay, okay, see. Kommen wir da einfach so rein? Ah, das ist das Liebling und Schätzchen. Bin noch ein wenig am Löckern, passt noch eine Tüten fertig, schaue aber am TV zu. Kein ja, klar, Thema. Kein Thema. Lurkers sind immer auch willkommen. Sind auch nur Menschen. So sieht's aus. Dann haben wir hier zur Schatzkiste. Ich habe jetzt auch noch irgendein Minispiel. Aber das können wir auch alles später machen. An jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die. Diesen Raum kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich komischerweise schon. Ich weiß noch, was das Rätsel war. Das ist der Eintopf. Gameo Klein. Hallo, moin, moin. Hi. Halt noch nicht auf. Der war mir auch noch nicht. Latte. Exklusive Milchbar, geöffnet 10 Uhr abends. Okay. Da wollen wir später hin. Also merkt ihr 10 Uhr abends, dann wollen wir da hin. Okay, perfekt, perfekt. Und Ina baut sich. Hast du gesehen auf ihrem Discord-Channel? Ja, Büro des Bürgermeisters, Amtsstunde von 10 Uhr morgens bis 8 Uhr abends. Ach so. Wir haben 6 Uhr. Jetzt noch ein bisschen Zeit vertreiben. Dann geh doch mal. Dann geh doch mal zur Milchstraße, bitte. Wir haben ja dann noch ein bisschen Zeit. Milchstraße, draußen ist das. Ja, bei der Romani Ranch. Okay. Brauche ich Geld? Soll ich Geld beziehen für irgendetwas, was wir jetzt... Ja. Ja, nimm mal Geld mit. Okay. So viel, wie du tragen kannst. Oh, okay, du hast etwas vor. Ja. Jetzt, Martin, wir sind in einer lodenden Flammen aufgegangen. Oh nein!
alles Geld weg. Beziehungsweise alle Funken weg. Verdammt. Verdammt. Was für einen leckeren Tee trinkst du denn da? Ist ganz normaler Früchtetee. Mm. Ja, seit ich meine neue Tasse habe, trinke ich ganz viel Tee. Von wem hast du denn deine coole neue Tasse? Na, die habe ich mir im Disney Store gekauft. Oh. Die ist so toll, soll ich dir mal zeigen? Ja, natürlich. Guck. Die sieht aus wie drei Tassen, aber ja? Ist nur eine. Die ist witzig. Die ist so cool. Was kann ich maximal? Ich glaube 200 kannst du jetzt tragen. Aha, okay. Es gibt Schatzkisten in der Stadt, da muss man sein Konto nicht anrühren. Mach mal, coole Tasse. Ja, gut, okay. Ja. Die können wir ja auch holen und wieder einzahlen. Aber für etwas habe ich ja Geld gesammelt. Also, genau. Dann raus zur Romani Ranch. Ja. Ja, definitiv coole Tasse. Definitiv. Ich wollte eigentlich eine andere haben, weil die habe im Disney Online Store haben sie so Tassen, von den Disney-Prinzessinnen und der Stiel von der Tasse ist so die Haare von denen und dann sieht die Tasse aus wie die Kleider von denen. Total schön, hört sich jetzt vielleicht nicht so schön an, aber die war so hübsch. Aber die hatten sie da nicht und dann habe ich die gesehen und dann dachte ich, ja, so cool. Die will ich. Die und keine andere. Genau. Nur ganz kurz, du bist irgendwie sehr, sehr hell. Hell. Bei mir, keine Sorge. Achso. So. Sonst leuchtest du und strahlst. Ich strahle doch immer. Mm-hmm. Soll ich zur Romani Ranch mich hinteleportieren? Ja, mach das mal. Also du hättest auch laufen können, ein kleines Stück jetzt. Soweit ist das nicht. Du kannst ja auch Epona rufen, die musst du sowieso mitnehmen. Okay. Also. Okay. Dann machen wir das. Epona hier. Hoch, links, rechts, hoch, links, rechts. Na, 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 na. Und danke, Ina, für den Host. Vielen, vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Hallo? So. Jetzt kurz schauen, wo komme ich zu Romani Ranch? Geradeaus? Ich sehe noch nicht viel. Kannst du mal die Kamera drehen? Da geht's zum Sumpf. Ich glaube, ein Stück rechts. Rechts auf der Karte. Ja, aber jetzt bin ich rechts auf der Karte. Achso, nee, geh mal rechts. Also von dir aus. Okay. Ja, genau. Sehr gut, dann links rüber. Ah, da. Nein, das ist der. Da siehst du auf der Karte unten den Eingang. Geh mal links. Da? Genau, da lang. Okay. Ja. Ich hoffe, es geht jetzt schon, weil sonst müssen wir jetzt echt irgendwie bis 10 Uhr warten, bis wir was machen können. Ah, kein Problem. So. Schön, dass Link hier ohne Sattel einfach durchgeschüttelt wird. So, wir wollen jetzt... ich glaube, über den Zaun hier wollen wir. Willkommen zurück. Sabrina, na du, was geht? Hallo da Sabrina. Lang. Okay. Da rechts. Okay. Sabrina, wie geht es dir? Rennstrecke der Korm. Da. Also sprich mal mit ihm.
ist dieser mitleiderregende Klepper etwa dein Pferd? Super Ansicht, die wir jetzt gerade haben. Ich habe gedacht, es wäre ein Maultier. Du nicht auch, kleiner Bruder? Glaubst du etwas, dass eine derartige Schind Meere galoppieren würde, nur weil du nach vorne drückst, oder dass der Gaul seine unförmige Körper schneller bewegen würde, wenn du auf A drückst? So witzig. Der Kerl ist spaßig. Warum gibst du uns nicht einfach 10 Rubin und darfst dafür gegen uns in ein Rennen antreten? Das möchten wir. Ja, yeah. Ganz okay. Müde seit Tagen, aber sonst gut und selbst. Ich auch, aber bald ist Holiday. Besser Camp, definitiv. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass du gewinnen solltest, haben wir auch einen Preis für dich parat. Chris, guten Abend! Was geht? Hi Chris! Das Rennen ist sehr einfach. Es geht nur über eine Runde. Erreichst du das erste die Ziellinie, hast du gewonnen. Irgendwie sind wir in letzter Zeit nur noch am Rennen machen, ob Yooka-Laylee oder sonst irgendwie. Ja, das ist ein beliebtes Minispiel. 3D-Plattformer-Minispiel irgendwie. Genau. Hüha. Bist du bereit? Hüha. Auch von selber komme ich nie genug. Okay, dann los, ich gebe alle. Sind nicht einfach, das sage ich dir gleich. Okay. Du musst schon ordentlich rennen. Okay. Kommen, in der ersten Runde noch gar nichts. Okay. Okay. Sie können nicht springen, sehr gut. Du sagst beim Vierter. Nein, ich weiß nicht. Das hätte auch geklappt. Aber ist okay, mach. Komm! Hab ich Seven Dragon geschafft? Nee, waffe. Hab ich's geschafft? First try? Nee. Oh, was? Yes! Yes! Gibt es ja nicht! Wow! Nichts als Marty! Ich hätte aber nicht gedacht, dass du das schaffst. Und das hallo so Robert! Ja, er hätte wirklich, also es war wirklich ganz knapp. Unfassbar, wir haben verloren! Hey, großer Bruder, sollen wir dieses Ding wirklich dem Kerl hier geben? Etwas müssen wir ihm wohl geben, aber es ist ohnehin nur ein Kind. Was könnte er schon großartig damit anrichten? Yes, jetzt stimmt es, Robert. Endlich mal richtig geschrieben. Ja. War wirklich fast. Oh. Die Maske? Achso, nee, gar nicht. Jetzt hätte ich das falsch gesagt. Die ist sehr nützlich, ja, das stimmt. Okay, dann nimm ich dachte jetzt gerade mit Kriegen. Maske. Dafür darfst du niemandem erzählen, wo du diese Maske her hast. Natürlich nicht. Aber was mache ich mit dieser Maske? Die ziehe ich gleich mal an und schaue doch mal das an. Na, die bringt dir jetzt noch nichts ein. Ah, nicht? Ja, aber du kannst sie ja trotzdem anziehen. Ah. Ich bin beeindruckt. Sehr hübsch, oder? Danke. Aber Moment, ich lasse dich doch nicht da. So. Ja, nimm sie mal ruhig mit. So, jetzt haben wir 7, oh Mann. Oh, wow. Jetzt bin ich zu schnell gewesen. Oh. Ist ja nicht schlimm. Du könntest ja zum Beispiel nochmal... nein, warte, du kannst mir erstmal zeigen, welche Masken wir jetzt bisher haben. Natürlich. Ich war mir da beim Aufschreiben ein bisschen unsicher, okay. Okay, doch alle, die ich dachte. Sind ja noch nicht so viele. Aber dann kannst du ja jetzt bis 10 Uhr nochmal versuchen, bei dem liebenden Pärchen da die Minispiele zu schreiben. Ja, das habe ich nicht geschafft, das letzte Mal, stimmt. Nein, im März. Okay. Ja, Ina ist an der Dreamhack, Leute. Ihr könnt sie anfassen, berühren und ein Autogramm. Meet and greet. Meet and greet Ina, the Gaming Unicorn. Ja.
Also ich mag mich noch an das letzte Mal erinnern und das hat nicht so gut geklappt bei dem Schätzchen und Böhnchen und... Ja, einfach versuchen. Eigentlich gibt es dafür, glaube ich, eh nur ein Herzteil am Ende, aber... Ja, ja, immerhin. Wenn man es schafft, kann man es ja mitnehmen. Wir haben ja schon jetzt 14 Herzen. Naja. Quasi. Quasi. Anfass kostet extra. Ich glaube, da war das. Anfassen kostet extra. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass das auch gratis inbegriffen ist. Ich glaube, wir haben einen Besucher. So bin ich es, Ina, nicht zu haben. Auf das wohl ein Kunde ist, Schätzchen. Genau, das sorry. War die Frau, aber es stimmt. Oh, möchtest du einen Versuch wagen? Die Krabbe im Inschießbude ist den ganzen Tag über geöffnet, nicht wahr, Schätzchen? Ein Spiel macht 10 Rubine. Ich möchte spielen. Wir möchten spielen. Triff jedes Ziel mit deiner Krabbelmine. Du hast so lange Zeit, bis unser Tänzchen vorbei ist. Fällst du allerdings runter, ist das Spiel vorbei, stimmt's, Schätzchen? Wer spricht das jetzt? Shit. Ich hab keine Ahnung. Bist du bereit? Lass die Musik spielen. Scheiße, ich muss mich da wieder reinfinden. Bam, einfach. Versuch gerade zu stehen und dann spam. Also wenn du mal eine gute Position hast, dann lasse auch, ne? Dann veränder dich nicht mehr. Ich hasse das. Ja, komm schon, nein. Eine, fuck. Ernsthaft, die eine jetzt? Nein. Oh, nein. Oh, aber... Okay, ich weiß, was du jetzt meinst mit guter Position. Ja. Ich darf nicht rumlaufen. Ich sollte bleiben. Einfach dann stehen bleiben. Ja. Stimmt. Okay. Egal, fahr einfach noch rum. Das war jetzt eine gute Runde. Manni! Hi, Manni. Okay, ich bleib da und spam jetzt einfach den letzten. Schaffst du. Nein! Oh, warum nein! Ist sie explodiert? Nein! Oh, fuck! Ich hab vergessen, dass sie ja explodieren. Ah, Manni, wie geht's, wie steht's? Ah, die ziehen mir da alles Geld aus der Tasche. Du hast ja noch genug dabei. Ja. Aber mühsam gesucht. Hat es ja leichter davon. Du hast es kommen sehen. Ja, weil ich hätte sie auch kommen sehen können. Und sagen, hey, da halt sie nicht so lange in der Hand fest. Weil ich mich auch konzentriert, ob du nochmal rechtzeitig an. Okay. Also nicht zu früh in der Hand nehmen. Nein. Lass sie los.
Noch ein fucking... Okay. Nein. Eine Runde habe ich noch Zeit. Schon? Schon? Yes! Yes. Okay. Spiel 1 geschafft. Was? 1? Warum 1? Ja. Die haben jeden Tag 1 für dich. Hast du es gesehen, Liebling? Das war perfekt. Wir werden unser Glück mit ihm teilen, Liebling. Wie nervt heute, zeig mir mehr von deiner Liebe, Schätzchen. Ah nein, das wärst du gewesen, glaube ich. Ja, ist egal. Und jetzt nochmal fragen? Nee, nächsten Tag erst. Ah, okay. Jetzt kannst du schon mal zum Bürgermeisterhaus gehen. Ist ja schon 9 Uhr, um 10 Uhr können wir rein. Alles gut und bei euch? Ja, bei uns auch. Natürlich. Spielen ein bisschen Zelda und dann geht es uns immer gut. Na klar. Müssen auch bald schon mal überlegen, was wir danach spielen, ne? So lang ist es ja nicht. Stimmt. Also wir ziehen es jetzt natürlich noch in die Länge. Genau. Was wir auch mit 1000 Masken suchen. Ja. Wann gibt's Spinnen-Action? Spinnen? Na, vielleicht heute noch. Es gibt ja noch ein Spiel, was Woher man jeden Tag du, machen kann. Weißt du, was ich gerade heute machen wollte? Muss ich hab das gar nicht gesagt. Robert kennt dich halt. Oder? Ja. Ja. Nee, er weiß ja, dass er dazugehört. Kannst du mal die Zeit wieder normal stellen? Ja, die, wenn ich jetzt normal stelle, dann ist bestimmt Weil gleich 10 Uhr. Wir haben jetzt gerade keinen direkten Zeitdruck. Also, wir wollen schon eigentlich, dass die Zeit jetzt ein bisschen normal läuft. Kannst du ruhig jetzt auf normal umstellen. Okay. Doppelt. Rechts, rum. Nee, einfach normal jetzt. Nee, warte. Wieder rückwärts spielen, oder? Nee, oh Gott, wie war denn das? Runter, rechts. Doch, rückwärts wieder spielen. Dann solltet ihr wieder. Na, 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 na. Soll normale? Ja. Was ist spaßig? Das jetzt Spiel, oder das mit den Spinnen? Ich glaube, die meinen, das. Nordunruhstadtspiel? Ist das? Ich weiß gerade nicht, welches Spiel ihr meint. Hier sind noch ein paar Spiele. Was machst du jetzt? Warum verlangsamst du jetzt wieder? Weil du den Chat geschaut hast und nicht gemerkt hast, dass schon 10 Uhr ist. Ja, ist ja nicht schlimm. Es muss ja nicht genau um 10 sein. Aber ab 10. So, die Milchbar. Oh, wir sind falsch. Wir wollen hier gar nicht sein. Okay, aber es ist zum Bürgermeisterbüro. Aber es ist auch 10 Uhr, da wo wir hin müssen. Ja, aber da müssen wir abends hin. Da? Pfui, Spinne. Das ist gar nicht mehr. Deko? Ah, Deko. Nö. Ah, ja, stimmt. Das gibt es auch jeden Tag. Ja, das machen wir auch noch irgendwann. Und ich bin ja. Was ist so ich sag's doch mal, wir wollen das Spiel nicht 100% spielen. Heißt, wir holen uns nicht alle Herzteile oder so. Einfach alles Geile. Ich hab jetzt nur entschlossen, dass wir doch alle Masken holen. So, Residenz des Bürgermeisters. Genau. Hier suchst du jetzt mal. Ja, ich guck bin dich einfach der mal auf. Gorman-Truppe. Ich habe heute einen Termin bei Madame Aroma. Achso, oh wirklich? Dann gehen Sie ruhig herein. Hinein. Boah Mann, der Leiter der Wandertruppe wurde ins Notiz eingetragen. Notizbuch eingetragen, okay.
Du bist sehr kritisch in letzter Zeit, wenn es um andere Spiele geht. Oh. Wir werden das nicht 100% spielen. Niemals. Das lasse ich nicht zu. Die meisten Stadtbewohner haben bereits Zuflucht gesucht, ohne auf den Befehl des Bürgermeisters zu warten. Die einzigen, die noch hier sind, sind öffentliche Bedienstete und die Mitglieder des Komitees. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrtes Komitee, bitte erteilen Sie den Befehl, die Stadt zu evakuieren. Nun? Herr Feiglinge, glaubt ihr tatsächlich, dass der Mond auf die Stadt stürzen wird? Diese Panik wurde nur ausgelöst, weil die Stadt an diese lächerliche, grundlose Theorie glaubt. Die Soldaten konnten die Panik nicht verhindern, aber die wahre Gefahr liegt außerhalb der Stadtmauern. Ihr wollt antworten? Die Antwort lautet, dass der Karneval nicht abgesagt werden darf. Stimmen Sie mir zu, Herr Bürgermeister? Von Herr Bürgermeister. Muto, ist das dein Ernst? Ich habe den Eindruck, dieser gigantische Felsbrock, der über unseren Köpfen schwebt, ist dir bis jetzt entgangen. Jedes Jahr um diese Zeit wird die Stadt von Touristen überrannt. Warum aber ist die Stadt jetzt wie ausgestorben? Unser Job ist es zwar, einen sicheren Ablauf des Karnevals zu gewährleisten, aber nur, wenn auch Leute da sind. Zieh nicht die Soldaten und Kaufleute in diese Katastrophe hinein. Wenn die Soldaten fliehen wollen, dann lass dich nicht abhalten. Ratsmitglieder werden an der Tradition festhalten. Dieser Karneval wird ein Erfolg. Ich habe noch nie gehört, dass eine Abwehreinheit ihre Stadt im Stich lässt. Madame Aroma würde mir sicher zustimmen, nicht wahr, Bürgermeister Dottol? Lassen wir doch bitte meine Frau aus dem Spiel. Bürgermeister Dottur, sehr gut. Okay, dann wollen wir zu Madame Aroma, vermute ich jetzt mal. Na, hier gibt's ja noch einen Raum. Oh? Wir sollten mal überall lang gucken. Erstmal muss Romy aus dem Zimmer rausfinden. Hier gibt's noch einen Raum in diesem Raum oder zurück? Nein, in dem Haus gibt es noch einen Raum. Auf der linken Uhr. Ist ja schlimmer, Glitzerfegen. Ja, habt ihr nicht gewonnen, Smarty? Feuermann, so eine stumme Schmisse, heiße Luft. Shit! Nur noch heiße Luft. Mann. Wer ist denn da? Ein Fisch. Na, sind die Flossen feucht? So pflegen wir Zoras, uns zu begrüßen. Oh, vergib mir, ich bin Toto, der Manager der Bande der Indiegogos. Ich habe leider keine Visitenkarte dabei, aber ich denke, eine Zora-Gruß reicht aus. Auch. Wir Zoras sind wirklich stolz auf unsere Indiegogos. Sie haben schon unzählige Hits gelandet. Einer ihrer Top-Hits ist Die Ballade von Windfisch. Kennst du dieses Stück? Wie? Nicht? Wirklich? Aber es ist so bekannt. Wäre die Show nicht abgesagt worden, hättest du ihn hören können. Es ist eine Schande. Bandmanager, okay. Das ist sie. Sieht man kaum, oder? Oh, bist du gerade auf Exkursion? Oder bist du der Detektiv, den ich angeworben habe? Ja. Ich sehe schon, du bist ein richtiger Profi. Die Merkmale der Person, die du finden sollst. Ja, ich kenne sie. So richtig à la die Queen. Ja. Bei dieser Person handelt es sich um meinen Sohn Kaffei. Du kennst ihn doch, oder? Du kennst ihn nicht? Wirklich? Er ist vor einem Monat verschwunden. Es ist schrecklich. Ich bin so sehr in Sorge. Ich kann vor lauter Sorge kaum noch etwas essen. Und habe schon 5 Kilo abgenommen. Du hast nicht zufällig eine Kleinigkeit dabei? Würdest du wohl nach ihm suchen? Das lobe ich mir. Du bist ein wahrer Experte. Ich zähle auf dich. Sehr gut. Kaffeis Maske.
Meine Güte, eine Maske nach dem anderen. Und die wird noch sehr wichtig, aber das machen wir ein andermal. Vermissten Kaffee zu forschen. Okay, Maroma, Frau des Bürgermeisters, wurde in das Sitzbuch eingetragen, dass sie einen Auftrag geben. Cool. Okay. Da ist auch noch ein Raum. Warte, da ist noch ein Raum. Ja, ja, guck dich ruhig um. Dup, 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 dup. Und da ist ein Vorhang. So. Oh, Ina. Und ein Buch. Kaffeis Tagebuch. Die Hochzeit beginnt bald. Ich mag Ist Kaffee nicht eine Frau? Nee, Kaffee ist ein Typ. Ah, okay. Es mag verfrüht sein, aber ich habe meine Hochzeitsmaske fertiggestellt. Ob Anju ihre bereits vollendet hat? Wahrscheinlich nicht. Schließlich erledigt sie immer alles in letzter Minute. Meine Freunde treffen sich heute Abend in der Milchbar. Dort werde ich eine Maske tragen und in den höchsten Tönen von meiner großen Liebe sprechen. Das heißt, heute Abend mit der Maske da sein? Nein. Nein. Wir machen aber heute was anderes in der Milchbar heute Abend. Ihr Sohn ist eine Frau. Stimmt, Robert. Gut aufgepasst. Stimmt, ja. Und das machst du da so langsam, dass es fast... Okay. Ja, weil die Zeit verlangsamt ist, ne? Okay. Also nah am Arsch. Okay. Dann geh ich mal raus. Dann könntest du jetzt theoretisch mal vorspulen bis zum Abend. Mhm. Wow, das hast du dir gemerkt. So nach des ersten Tagesreisen sage ich nur Bam. Ja, ich glaube, das ist okay. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu spät. Aber eigentlich nicht. So, auf in die Milchbar. Lass uns einen Trink gehen. Ich sehe, da sind Feen. Aber die haben wir alle schon gesammelt. Milchbar ist, glaube ich, da. Yep. Soll ich die Maske tragen? Nee. Warum ist der nicht da? Wir haben 6 Uhr am Abend. Okay, vielleicht ist es noch ein bisschen zu früh. Und darauf ein Chateau. Aha. Okay, dann geh hier nochmal raus. Vielleicht sagt mir da jemand, was starrst du mich so an? Sieht aus, als wäre die Show abgeblasen worden. Es gibt eigentlich für sie keinen Grund mehr hier zu sein. Ich will etwas trinken, ich bin ein Kunde. Na dann, Kunde, die Bar öffnet um 10 Uhr abends, deshalb warten Sie bis dahin. Und außerdem, diese Bar steht nur Mitgliedern zur Verfügung. Wer keinen Beweis für seine Mitgliedschaft vorweisen kann, darf nicht rein. Na gut, dann will ich keine Milch, ich möchte nur hier sitzen und ein bisschen nachdenken. Zeigen Sie mir nur ein ruhiges Plätzchen, wo ich ungestört bin. Fein, sei mein Gast. Sei mein Gast. Da, 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 da. Sei hier Gast. Sei hier Gast. Wer kennt das nicht? Ja gut, dann, nicht? Dann müssen wir noch ein bisschen Zeit totschlagen. Aber dahin. Dann vernormalisiere ich doch wieder. Bitte. Na, 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 na. Aber du hast dir das doch aufgeschrieben, oder? Als ob du dir das endlich merken kannst. Nur heute, wow. Extra für dich. Oh, ich fühle mich geschmeichelt. Ja, puh, keine Ahnung. Aber jetzt haben wir, noch nicht den neuen Tag. Also ich kann noch nicht spielen jetzt. Nee, ist jetzt erst Nacht. Manni, was hast denn du bitte genommen? Sieht aus wie die Yeti-Frau, die hat doch... Oh ja, stimmt, die hat auch so... Stimmt. So Dinger auf ihrem Stimmt, Ding. Moment. Wir können, ich lasse da mal so laufen und wir schauen uns die Yeti-Frau an. Nein, gruselig natürlich nicht, nur den Google. Moment, das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, stimmt, das könnten wir jetzt machen gleich. Genau. Yeti Twilight Princess.
Ja, was okay, für ein bisschen. Ein Auge. Das Muster stimmt. Das Muster stimmt. Nicht schlecht. Okay, so. Ja, dann geh mal nach Nordunruhstadt. Machen wir doch. Sehr gerne, sehr gerne. Und die Laura ist da. Na, hallo, wie Laura. Geht es dir? Warum? Ich hoffe, dir geht's gut. Warum singen wir? Ich weiß es gar nicht. Oh, oh Gott. Nein, das ist so schlimm. Ich will ja nur... Bleibt doch bitte alle hier. Ihr müsst nicht gehen. Wenn euch die Ohren bluten, dann tut es uns leid. Ja, hier, geh mal in die Blume da rein. In die Blume rein? Wir wollen hier über den Zaun. Okay. Geh in die Blume rein. Also vor dem ersten Getränk gehe ich da gar noch nichts rein. Du musst aber in die Blume rein. Geht kurz, nein, bis morgen. Ina, bleib. Mir geht's gut und euch? Ja, doch, sehr gut. So. Na dann. Muss ich das hier schaffen? Ja, versuch's mal. Wie wär's? Wirst das Kindchen spielen? Oh, ich finde euch ja sympathisch, aber das Singen war gerade. Ach, du wieder. Was? Und Block. Hey. Blocky, hallo. Hallo, Blocky. Wie wär's? Das Kindchen spielen? Yep. Ja. Na, kennen wir. Aber habe ich das nicht schon gemacht? Kommt mir bekannt vor. Du hast vielleicht versucht. 1,15 und alle diese. Alle Rubine einsammeln und nicht auf den Boden kommen. Mhm. Nummer 1. Das erste ist ja eigentlich noch relativ groß. Gibt es noch eine schwierige Version oder wie? Es gibt jeden Tag eine Version. Oh shit. Und das war vielleicht doof? Nein? Nee, war das war vielleicht doof? Ich sag ja schon gar nichts mehr. Das war ja vielleicht doof. Passt. Yeah. Gut, ist vorbei. Hey, heute bin ich in Fahrt. Oh, das ist ein neuer Rekord. Nimm dies. Gib das. Okay. Yay, nochmal Geld. Ein höchst ungewöhnlicher Name für ein Deko. Schau morgen nochmal ein, falls du es einrichten kannst. Okay. Mind blown. Okay, es ist 10 Uhr. Auch so nicht da. Und Vero ist halt echt gut drauf. Staune, ja. Moment, oh nein, so sehe ich aber nicht. Ja, ja. So seh... Na, also noch ein Stück höher. Nee. Muss nicht mit dir spielen. Ich hab jetzt keine Zeit zum Spielen. Mm-mm.
Weisen sich als Mitglied aus, natürlich. Susanne Steinmetz, guten Abend. Hallo. Willkommen. Bitte weisen Sie sich als Mitglied aus. Ah, nicht? Nein. Es ist eine Milchbar. Ah, du bist ein Mitglied. Bitte tritt näher. Eine Kuhmaske. Okay. Schlimm. Jetzt wird's cool. Also cool oder mu cool? Ja, cool, ich verstehe. Nehmen wir was cool ist mit kalt so. Okay. Wir hätten eigentlich einen Auftritt gehabt, aber er wurde abgesagt. Dieses Lokal steht in dem Ruf ein hervorragender Platz für Live-Konzerte zu sein. Was für eine Schande. Trotzdem würde ich gerne einen Soundcheck machen. Ich möchte nur einmal erleben, wie es gewesen wäre. Hey du, würdest du mir wohl zur Hand gehen? Ja. Natürlich. Zum Glück haben wir ja Instrumente. Okay, du spielst doch die Ocarina. Stell dich mit ins mittlere Scheinwerferlicht. Und nimm bitte die Maske ab. Warum? Zu spielen. ist okay. Okay, pass jetzt genau auf. Spiele A und C. Mhm. Nummer 1. Okay, das hört sich gut an. Was hört sich gut an? Diese kratzende, sinnlose Lärm etwa? Ja. Okay. Ist jetzt schon. Wir haben ja zum Glück noch mehr Instrumente. Ja. Würdest du gerne? Natürlich, ich glaube links. Okay, du spielst doch ein Blasinstrument. Stell dich vorne links ins Scheinwerferlicht. Okay, pass jetzt genau auf. Ein Fischmensch lässt sich eine Kuh in den... Lass eine Kuh in den Club. Sehr passend eigentlich. Oh cool, dann spielen wir alle zusammen. Das ist ja mal cool. Alle mal. Ja. Ganze Truppe beisammen zu haben. Okay, das hört sich gut an. Was hört sich gut an? Diese kratzende, sinnlose Lärm etwa? Ja, leider. Der ist ein bisschen doof. Ein bisschen. Müssen wir zur Hand gehen? Ja, die ist ganz rechts rüber. Meist die Kühe in den Club. Okay, du spielst auch ein Schlagzeug. Stell dich im hinteren linken. Ah, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht von der Größe des Scheinwerfers, aber. Okay. Okay, pass jetzt genau auf. Runter, rechts. Dann gleich die Band zusammen. Hört sich gut an und der ist halt wieder, du bist doof. Fehlt noch die Gitarre. So, zur Hand gehen, natürlich. Das ist speziell, weil man, da kommt man wirklich nur hin, wenn man wirklich alle schon hat. Bringt also ganz am Anfang genau gar nichts hier reinzugehen. Okay, pass jetzt genau auf. Schön. Stimmt, Chris. Es ist aber auch ein geiles Spiel. Bravo, das war großartig! Diese Melodie? Diese Melodie, sie bringt so viele Erinnerungen zurück. Das ist ihr größter Erfolg, die Ballade vom Windfisch.
Dieses Lied hat die ursprünglichen Mitglieder der Indiegogos damals in den Olymp der Musikbranche gehoben. Vor langer Zeit habe ich dieses Lied beim Karneval der Zeit gehört. Wegen dieser Musik wollte ich ins Showgeschäft. Ich hatte gehofft, die Interpreten dieses Stück kennenzulernen. Damals hat Lulu den Part der Sängerin übernommen. Sie war die Mutter der derzeitigen Sängerin, die auch Lulu heißt. Wie praktisch. Also jetzt steht ihre Tochter auf der Bühne. Das würde ich gerne mit eigenen Ohren hören. Es tut mir leid, dass ich dich ausgebuht habe. Bitte nimm meine Maske als Entschädigung. Gerade zur Karnevalszeit kannst du sie sicher gut gebrauchen. Maske des Zirkusdirektors, darf ich die wechseln? Was wechseln? Nein. hässlich, mit Schnauze. Aber das ist die quasi sinnloseste Maske im ganzen Spiel. Und ich sag dir auch gleich warum. Okay. Karabas, ich hoffe, dass ich mich nicht unbeliebt hier, aber bei mir genau umgekehrt. Ich finde MMM eigentlich richtig schlecht. Geschmackssache halt. In meinen Augen das schlechteste Zelda. Okay, zum Glück sind Geschmäcker verschieden. Also am schlechtesten finde ich es jetzt nicht, aber mein Favorit ist es auch nicht. Wie gesagt, vom Spielen her, ich habe es noch nie selber durchgespielt, aber die Story finde ich sehr geil. Also wirklich sehr geil. Vor allen Dingen, weil man ja auch so viel mit den Menschen interagieren muss oder kann halt. Und das ist schon cool. Ja, jetzt sage ich dir, warum die so sinnlos ist wie sinnlos. Die Maske kann man nur bekommen, wenn man zuvor ja die Kuhmaske hat. Aha. Die Kuhmaske bekommt man dadurch, dass man Cremia bei ihrer Milchlieferung hilft, wo sie die Gorman-Brüder angreifen. Die Maske würde die Gorman-Brüder daran hindern, die Kutsche anzugreifen. Heißt, du hast ja eigentlich schon das Ding erledigt. Ah. Außer natürlich, es gibt natürlich einen Sinn, wenn du jetzt die Zeit zurückdrehst und du willst unbedingt ein Chateau Romani, was dir unendlich Magie eigentlich bringt, dann musst du das natürlich nochmal machen, diese Milchlieferung. Und dafür wäre gut, aber mein Gott, wer macht ich das? Seh. Ich sehe. Okay. Ja. So. Gut, dann haben wir die auch. Dann. Wie spät haben wir das denn jetzt? Wir haben es 11 Uhr abends beim ersten Tag. Dann geh mal bitte raus aus Terminal. Zum Terminal. Genau. Wer kam auf diesen Namen, Termina? Ich habe keine Ahnung. So, jetzt lauf mal hier so ein bisschen rum, um die Stadt. Ja, genau, du kommst schon fast. Geh mal an die Mauer ran. Gleich, mach ich. Breath of the Wild, oh ja. Wann spielst du es wieder, Ina? Geh mal an die Mauer ran. Yep. Nein, nicht die äußere Mauer, bitte. Sorry. Und lauf da mal lang. Rechts oder links davon? Ne, hier drin, also links davon. Okay. Hör etwas? Nein. Ich höre etwas. Gleich erstmal Goronhaut aufziehen. Keine Ahnung. Nächste Woche vielleicht. Okay. Was hätte ich sehen müssen? Ja, siehst du vielleicht gleich noch? Überlege gerade, wo das ist. Endlich sieht man's. Ich glaube, der Pilz, der jetzt hier vorne kommt, genau. Da, wo der Steinkreis ist, da springst du jetzt mal bitte hin. Geh mal auf die Mauer, stopp! Bleib stehen! Auf die Mauer, nach rechts gucken, ja, dahin bitte. Okay, jetzt warte hier mal kurz. Er hatte gefragt, wie du bei Zelda bist, Lieblein. Wir versuchen immer das Spiel laufen zu kriegen. Das ist ganz aufmerksam im Chat. Ich habe alle Titanen, 3/4 Schreine und habe gerade DLCs gekauft. Cool, Sabrina.
Der kommt erst nach Mitternacht. Ja, ist ja gleich nach Mitternacht. Smarty. Du auch. Meine Güte. Ich meine, ich habe das Spiel auch gespielt und ich habe wirklich viel gemacht und hatte bestimmt auch Hilfe damals. Aber Gott, wie wisst ihr solches Zeug noch? Schlimm. Wer bist du? Nicht länger bin ich Teil des Lebens. Ich bin traurig wie der Mond. Mein Tanz kommt, konnte ich nicht schenken der Welt. Übersetzung. Ich bin sauer, ich bin tot. Geil. Oh, meine Verlangen war es, die Welt durch meinen Tanz zur... Oh, jetzt wird es mir schwindelig. Zur Einheit zu führen. Hätte ich nicht so viel gelabert, sondern Tanz schon gegeben, müsste ich jetzt nicht so viel Schwachsinn reden. Der Geisteraffe-Tänzer Camaro wurde ins Notizbuch eingetragen. Den wollen wir jetzt mal von seinem Leid befreien. Befreien. Links, rechts, also runter. Ich kann mir vorstellen, links, dich auch rechts, so tanzen runter. Zu sehen. Ne? Ja, mit solchen sexy Unterhosen. Oh yeah. Very sexy. Das irgendwie halt, dass ich finde, dass MM überhaupt nicht den Flair von OOT mitbringt. Mein Lieblingszelda ist übrigens Twilight Princess. Auch von Bolle. Ja, meinst du auch Twilight Princess. Aber du solltest Majora's Mask nicht mit OOT vergleichen müssen. Klar ist es ein eigenständiges Spiel. Sprites und so ein Kram teilweise, aber... Es ist trotzdem ein ganz eigenständiges Spiel, ja. Wie Romero sagt. Lass meinen Tanz über dich, über das Antlitz der Welt verbreiten, lehre ihn meinen zukünftigen Jüngern. Übersetzt, ich habe ihn dir beigebracht, also sorge jetzt dafür, dass der Tanz ein Hit wird. Oh mein Gott, du bist Karos Maske. Wie sieht denn die hässlich aus? Gott, was ist das? Geil, oder? Er hat einen Schlitz auf dem Rücken. Kunst den Herzen der Zuschauer erfreuen. Sehr schön. Ich zähle auf dich. Übersetzung, ich zähle auf dich. Du bist der Nachfolger des Tänzers geworden, das wurde im Notizbuch vermerkt. Oh mein Gott. Dann geh jetzt mal wieder nach Termina. Ja, sitz. Nein. Noch schlimm. Nein, ich dachte... B. Oh Gott, B. Nein. Oh, ist das hässlich. Ich habe einen Penis auf der Stirn irgendwie und nein, schaut euch das an. Was ist das? Hashtag oh, Scheiße. Oh, je. Oh Gott, okay. Nach Termina. Mhm. Ja. Habe ich was veranderes gesagt? Was? Nein, nein, Robert hat das geschrieben. Oh mein Gott. Also die Maske ist wirklich die hässlichste im ganzen Spiel. Oh ja. Nein. Okay. Gehen wir mit dem Penis in die Stadt. Jetzt nur einmal. Nur einmal, okay. Ja, ich hoffe, die sind jetzt noch draußen. Nord, Süd, geh mal, West, oh Ost. Gott, wo ist das? Nach Westen. Unruhstadt hättest du sagen müssen. Aha, in die Stadt rein. Ach so. Ja, Gott. ich habe jetzt gerade nicht nachgedacht. Ich habe Bolle verstanden. In dem Hit. Das ist gut, dass ich verstanden habe. Genau. Du kannst auch sagen... Wir gehen nach Hyrule und ich würde trotzdem rausgehen. Ja, so wie das eine Mal, wo der gesagt hat, nenn doch den Titel irgendwie Sidequest in Hyrule. Und dann sagt er irgendjemand im Chat, aber ihr seid doch gar nicht in Hyrule. Und ja. Dann. Ah ja, genau. Oh Gott, heiliger Bimbam. Schwungvoll. Und, aber das ist eher Capoeira als irgendwie tanzen. Ja, es scheint so. Naja. Hauptsache, ich muss nicht die sexy Unterhosen anziehen.
Leider nicht. Jetzt auch schon ganz heiß. Richtig geil. Und jetzt gehen sie auf die Knie vor dir. Aha. Danke, dass du uns diesen Tanz beigebracht hast. Sie sehen wirklich ein bisschen nackig aus, Manni. Ja. Du bist unser Meister. Oh mein Gott. Das läuft hier gerade in eine falsche Richtung. Aha, du hast ein Herzteil gefunden. Yay. Okay. Rosa Zählungstänzerin wurde ins Notizbuch eingetragen. Herzentänzerin gewonnen, das wurde ins Notizbuch vermerkt. Dankeschön. Meister, ihr seid großartig. Versuch wie den Hintern. Ich meine, was? Ja. Okay. Gut, du darfst sie ausziehen. Penis weg. Sehr gut. Ja. So, dann würde ich sagen. Wie sieht's mit deinen Flaschen aus? Ist da was drin? Ja, eine Fee. Hä? Ah, die ging verloren beim Reset vorhin. Shit. Okay, das ist aber nicht schlimm. Weil wir brauchen leere Flasche. Dann geh doch mal bitte zum Spinnenhaus im Sumpf. Spinnenhaus, yay! Juhu! Alle freuen sich. Runter, links, rechts. Ich weiß gar nicht mehr, wie man da hinkommt. Habe ich jetzt? Na, shit. Befreiung? Nee, ich befreie. Nö, das nicht. Was die Ladies aussehen, das hab ich nicht gesagt. Du darfst sie aussehen, hab ich nur gesagt. Was hast du denn da? Sieht der schwingen? Runter, links, ah, hoch. Runter, links. Sumpf. Ich glaube, Dämmerwald-Tempel. Da? Also Dämmerwald. Nicht oder? Sumpf. Ich habe doch wieder keine Ahnung. Geh mal, mach mal Dämmerwald. Ich habe immer keine Ahnung, welche das richtige ist. Okay. Nur ganz kurz. Ich müsste eine kleine, für kleine Buben Pause machen. Dann auf, mach das. Aufs Töpfchen. Bin aber in 10 Sekunden wieder zurück. Nee, okay. Gib mir den Controller so lange. Genau, ich mache Pause, nicht so wie beim letzten Mal, als ich ging und du so, Romero, ja. Komm zurück, nein, die Zeit läuft. Weißt du noch? Richtig so. Ja. Soll ich so lassen? Also willst du den Chat ja, unterhalten? Du so ja, ich versuch's. Ich. Okay. Mach hin, da. Ja. Hoffentlich quetscht er ihn nicht zu sehr. Jetzt geh pissen! Mann! Ach ja. Ja. Wir kommen schneller voran, als ich dachte. Wie spät haben wir denn jetzt? Ah ja, okay. Spinnenhaus sollten wir, also ein Spinnenhaus sollten wir heute vielleicht noch schaffen. Das andere eventuell nicht. Wenn wir überhaupt das jetzt schaffen. Schauen wir mal. Ich starre euch an. Echt? Warum ausgerechnet? Ach so. Ja gut, das zweite ist ja auch dann nur Mittel zum Zweck, sage ich mal. Wegen der großen Rubintasche. Ja, ich bin die Streamerin und mache überhaupt nichts. Ich sitze hier einfach und quatsche und lasse euch nebenbei so schöne Sachen angucken, wie viele Herzteile wir haben und wie viele Masken wir haben und tada! Welche Lieder wir haben.
Willkommen zurück. Hallo, hallo. Hallo. So. Okay. Wir haben nicht gelästert oder so. Ah, nee, also. Nein. Ihr seid immer die Briefs. So, kann ich die Fee einsammeln? Briefs. Die Briefs. Kannst du machen, ja. Also du sagst Briefs. Eine. So. Was brauchen wir? Eine leere Flasche hat es zugesagt. Ja, brauchen wir ja auch. Ja, aber ich weiß nicht, ob mehrere. Na, ich meine gerade, was Robert jetzt gerade meint mit. Die brauchen wir aber. Keine Ahnung. Schon also sehr viele Monate. Viele Monate wieder die spielen. Ich glaube, wir haben im September angefangen, kann das sein? Könnte etwa sein, ja. September oder August, irgendwo in dem Dreh. Und jetzt wohin? Wo wir damit angefangen. Geh mal irgendwie links lang. Dieses links? Ja, dieses links. Schwing. Nimmst du im Sumpf eine Eule? Ja, geh mal, bis du eine Tür siehst. Also wir müssen hier den Screen verlassen. Okay. Ich hab keine Ahnung, Schatz. Wirklich. Die andere wäre also doch vorne bei der Hexe. Ich hab doch keine Ahnung. Hüpf aufs Blatt! Hüpf aufs Blatt! Oh. Schwein. Okay, kannst du irgendwie vom Blatt zu Blatt hüpfen? Oder was für Tür heißt? Dann sollten wir am richtigen Screen eigentlich sein. Nicht, dann hab ich wieder. Keine Ahnung. Schauen wir doch da mal rein. Was gibt es da Schönes? Zümpfe des Vergessens. Ja, genau. Und irgendwo da links vorne ist das Spinnenhaus. Was? Nee. Schatz, jetzt verwirr mich hier nicht. So. Links, so links vorne da auf die Blume? Ja. Ja, geh da mal darauf und dann siehst du eigentlich. Lustig, viele schöne Spinnen. Yay! Nein, du brauchst nicht in die Blume gehen. Nicht? Da vorne, doch, musst du in die Blume gehen. Genau vor dir jetzt. Da waren wir noch nie, so wie ich jetzt das sehe. Da wollen wir jetzt hin. Ist ein Dekostab? Ja. Wir machen das wie richtige Abenteurer. Okay. Warum nicht? Okay. Oh, Wild Dog. Und warum hat diese Spinne einen Arm? Fragst du doch mal. Hier, friss. Ja, genau, hier, friss. Aber Moment, ich probiere mal kurz. Was war schon wieder die Maske? Mit welcher Maske reden die mit uns? Keiner? Nicht? In welchem Spiel reden die Tiere mit uns, wenn wir eine Maske anlegen?
Was du vielleicht gerade meinst, ist Twilight Princess. Als Wolf, da reden die Tiere mit uns. Aber es gibt hier auch eine Maske, theoretisch, mit dem die Tiere mit uns reden, aber... Okay. Ah, hilf mir, ich bin kein Monster. Der Fluch der Spinnen, ich wurde verwandelt. Ich flehe dich an, hier drinnen finden sie alle die goldenen, die verfluchten Spinnen. Siege sie. Vergiss nicht, das Cthulhu-Symbol, welches den Geist mit der besiegten Spinne enthält, mit dir zu nehmen. Nimm den Fluch von mir, ich werde mich erkenntlich zeigen, beeile dich. Ja? Okay. Aha, ich aber, weiß. Aber nimm erstmal hier. Im Yooka-Laylee, wo ich dann eine Blume bin und dann reden die ja mit mir die Blumen. Habe ich es verwechselt. Okay. Jetzt packt ihr mal beide leere Flaschen auf die Tasten. Nehmen wir einfach mal beide. Sicher, sicher. Dann hebst du mal ein paar Steine hier an. Brauchen nämlich ein paar Käferchen. Nimm die mal mit. Käfer gefangen, drücke, bla bla bla, um freizulassen. Sehr gut. Okay, jetzt kannst du reingehen. Okay, jetzt musste ich Käfer sammeln und... Okay, bin gespannt. Ja, die brauchst du für was Bestimmtes. So, na dann. Viel Spaß beim Cthulhu sammeln. Ich weiß gar nicht, wie viele es hier gibt. Hat er gerade gesagt? Nee. Nein, er hat nur gesagt, dass es hat. Man hört die immer, das weißt du ja, ne? Und man sieht sie auch? Na, manchmal nicht. Also man muss auch ein bisschen gucken, okay, wo jetzt zum Beispiel was sein könnte. Ha! Da ist zum Beispiel eine versteckt. Ja, dann musst du noch töten. Ja. Okay, Nummer 1. Sehr gut. Gibt es eine bessere Methode? Kannst auch als Corona. Ah ja, genau, das wollte ich gerade. Stimmt, die Corona. Das ist besser. Ah, er muss ja drinnen landen. Dagegen rollen als Mensch, ah, okay. Aber da müssen, oben. Autsch. Fast getroffen. Muss ich die runterholen? Ah, okay. Kann man auch machen. Gott sei Dank. Also man kann das Haus natürlich auch schon früher machen, glaube ich. Aber es ist so viel angenehmer mit dem Enterhaken. Okay. Das glaube ich. Das war... Okay. Also man kann sich darauf verlassen, dass wenn ich keine Geräusche mehr habe, dann habe ich alles hier. Ja. Genau. Das sehen wir noch nicht, Ina. Um die Ecke. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, gibt es 20. Korrigiert mich, Jungs, wenn das nicht stimmt. Wir haben 7.
Du willst doch gar nicht, dass das geht. Er will uns nicht so viel Macht überlassen. Doch, eigentlich schon. Ging ja auch mal. Es ging auch mal. Bin nicht sicher, ob es ist, weil wir damals das Teil hatten mit wie hieß das Spiel nochmals? Uncharted. Dass es da nur mit Flüstern geht. Probier mal, Ina, diesen Befehl hier. Moment. Ausrufezeichen Funken, Add plus Viewers und das flüstere an den Bot. Warte, das ist... Das ist sogar... Makros. Also ich weiß, wir hatten damals umgestellt bei Uncharted, dass einfach nicht mehr im Chat angezeigt wird, dass... Ich vermute, dass das ist... Ich mach's mal in Gänsefüßchen, aber probier das mal, Ina, diesen Befehl... Dieser sollte eigentlich gehen. Ich glaube, das habe ich damals mit deinem Schatzilein geändert. Könnte sein. Die Bolle in Versuchen wir und dann probiert man noch. Weil ihr müsst das können, definitiv. Ja. Maybe. Also ich denke echt, dass es vielleicht doch klappt, aber du hattest das damals so eingestellt, dass es halt nicht mehr. Ja, weil es sonst mehr egal ist. Ja, genau. Kann gut sein. Das Problem ist halt einfach, dass dann Ina den Effekt verliert, allen Funken zu geben. Und die Leute sich dann irgendwie, die wissen ja nicht, dass sie das dann bekommen haben. Also es verfehlt ja ein bisschen den Effekt. Einfach Funken zu geben, wenn die Leute nicht wissen, dass sie bekommen. Stopp. Da hat Loch da an der Wand. Ja. Da lass jetzt mal Kiefer frei. Okay. Ich hatte vorhin auch noch einen Ort, wo ich das machen hätte können. Okay. Ja, da war auf dem Boden, ne? Ja. Ja, auf dem Boden ist, glaube ich, nicht so wichtig. Okay. An der Wand sind die wichtiger. Okay. Das erinnert mich gerade an Jumanji. Ich habe Jumanji geschaut, das ist der zweite Teil. Und da war auch so eine Version, wie heißt es, Szene, wo Krabbeltiere aus den Ohren kamen und so. Das ist eklig. Aber ich habe das auch über Flüssigboden trotzdem normal auslösen. Da muss ich nochmal schauen in meinen Einstellungen. Ina, könntest du mir nicht kurz ein WhatsApp schreiben, sonst vergesse ich sie immer. Und da vorne sehe ich auch noch, dass ich das mal anschauen müsste. Ja. Nummer 10, wir haben schon die Hälfte und da vorne habe ich auch einen. Nee. Robert hat vorhin geschrieben, es gibt 30. Robert, hättest du nicht schreiben können 20, dann wäre es besser. Eigentlich sind die ja nicht so schwer. Also hier zumindest nicht so schwer zu finden. Man kann sich ja auch darauf auf die Geräusche konzentrieren. Genau. Ah, es beißt mich, wenn ich solche Krabbelzeugs höre. Ja, die sind schon ein bisschen eklig. Genau so, Marti, genau so. 15 vielleicht ja. Auch mehr. Vielleicht auch mehr. Oder einfach sagen, weiß ich gar nicht. Oh, schau mal, diesen Raum haben wir auch. Sehr gut. Ah nein, scheiße, schade. Nee. Ich verliere es nicht wieder, oder? Wenn ich jetzt wieder... Ja, Käfer sammeln. Ach so, ja, kannst du, glaube ich. Ich glaube, du kannst rausgehen. Wir werden es sehen. Du darfst nur nicht komplett rausgehen. Okay. Ja, okay, die 12 steht da unten noch. Kannst du. Gut.
Komm. Nur nicht zurückspulen, okay. Ja. Käfersammler. Ich hab doch da noch etwas gehört. Ja, guck mal rechts. Also die rechte Seite. Du guckst mal nach links weg, rechts, sage. Ich dachte, ich habe hier die Links-Rechts-Schwäche. Jetzt ganz andere Seite rechts. Also hier gegenüber. Da war noch so ein Loch in der Wand. Ah ja. Du hast natürlich recht. Merlin Göbel, guten Abend. Was geht? Hallo. Alles gut? Wir machen gerade eine hässliche Krabbelmission. Wir schicken Krabbelviecher los, um Krabbelviecher einzusammeln. Aha. Wenn die doch nur so süß wären wie Lukas, die Spider. So. Bitte keine Krabbelgeräusche hier drin mehr. Ja, ja. Klingt gut. Okay. Ja. Dann gehen wir doch da unten durch. Lang nicht mehr gesehen, jetzt definitiv. Jetzt gehen wir dann mal Raum für Raum. In was? Raum für Raum gehen wir dann jetzt. Er hat Angst. Vielleicht vor mir nicht. Was ist mit diesem Deckhucker los? Er schläft, der Fall ist... Aha, der schläft. Moment. Er schläft und da vorne ist etwas, was mir angezeigt wird. Bombe das mal weg. Nö, nicht? Okay. Moment, wie kann ich erwachen? Habe ich eine Sonate des Erwachen oder so etwas? Ha! Hoch, links, hoch, links. Rechts, A. Hoch, links, A, rechts, A. Hoch, links, A, rechts, A. Hoch, rechts, hoch, links, A. Hoch, links, hoch. Hoch, links, hoch, links. Gott! Scheiße, das ist die Steuerung, nicht? Ich fahr. Hoch, links, A, rechts, A. Der Schneider von Pokémon. Ja, der Schneider. Was hast du so gemacht, Merlin? Wie geht es? Was machst du so? Oh, geh raus. Geh nach Haus. Hey, was machst denn du? Das ist kein Stein, das ist etwas anderes. Hast du schon mal von der A Link to the Past Randomizer Triforce Hand gehört? Ich nicht. Chat? Ich ja. Was ist denn damit? Also ich kenne das. Ich hab das schon gesehen. Ich weiß noch nicht. Wir werden es gleich erfahren, was uns Merlin sagen möchte. Genau. Finde ich aber nicht so cool, muss ich sagen. Triforce Hand. Also cooler, das normal durchzuspielen. Juhu, die Hälfte. Die Hälfte. Und da wir bestimmt wieder so etwas brauchen, hole ich da noch einmal einen Kiefer. Und dann... Ich höre doch immer noch Gekrabbel hier. Oh. Oh, Moment. Die ist schon rausgefallen. Ja, ich weiß. Ah.
Ah, okay, dann lasse ich die. Wollte nur fragen, ob du es kennst und wenn ja, wie du es findest, hat aber sie wundervoll übernommen. Ja, genau. Kann ich das irgendwie dann noch da... Ja. Läuft doch gut. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob ich diese Teile hier kaputt machen kann. Was ist es aber jetzt, das, was er gesagt hat? Randomizer. Ah, da hinten. Also Randomizer generell hast du auch noch nicht gehört, ne? Was ein Randomizer ist? Randomizer ist halt, zum Beispiel, nehmen wir mal, ja, A Link to the Past kennst du ja. Mhm. Und da kann man halt einen Randomizer spielen und das heißt, alle Items, alle Herzteile und alle Rubine sind komplett woanders, als man überhaupt kennt. Ah, also doch, ich hab's quasi doch, random. Hab ich das nicht bei Robert mal gesehen? Robert ja, hat, der doch hat das auch mal gespielt. Genau. Ja. Der Triforce Hunt davon ist halt, dass irgendwie 20 Teile in Kisten versteckt sind vom Triforce und wenn man die gefunden hat, dann hat man, dann ist halt der Randomizer schon erledigt. Okay. Quasi, also. Wenn ich das jetzt falsch gesagt habe, dann klär ruhig nochmal auf, Merlin, aber ich glaube, so war das. Aber der gefällt mir nicht so gut. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das mit den Krügen war. Irgendwie musste, glaube ich, doch Bombe reinschmeißen. Also oder vorhin so. Habe ich ein Krabbelteil gesehen und dachte, ich kenne das aber schon. Meinst du, eine Bombe reinwerfen? Ja. Glaube ich schon. Auf jeden Fall ist da eine drin, weil ich schmeiß die mal weg. Okay. Ich glaube, ich muss von unten das machen. Okay, Smarty sagt einfach gegenrollen. Und Töpfe gegenrollen. Oh, die sind so riesig. Wow. Doch, ach so, das war okay. Die richtige. Die hat's vorhin. Schau, die war vorhin draußen. Echt? Mhm. So, ich sah die an der Ecke, in der Ecke. Ach so. Immer noch eine. Irgendwo ist noch eine versteckt. Ist da noch eine in den Beatstöcken drin? Ich weiß nicht, ob da nur eine oder zwei waren. Probieren wir es doch raus. Richtig, und man muss halt sehr viele sehen, in einem bestimmten Dungeon zu machen. Aha, dann ist es, ja, ich glaube, ich habe das eben, Robert hat das mal gespielt und hatte da auch gewisse Items, die ihn dann zu anderen Quests führten, als eigentlich das Spiel original zeigen würde. Ja, Link to the Past ist ja sowieso eigentlich dafür bekannt, dass man da ist noch eine. Aha, dass man hingehen kann, wo man möchte. So zu sagen. Mhm. Nur mit dem Randomizer muss man halt dahin gehen, wo man gerade kann. Und wo einen gerade gebucht wird. Man kann Pech haben, man kann Glück haben. Das, eigentlich so ist es schon ganz interessant, so ein normaler Randomizer. Okay. Ich bin gegen die vorhin sicher ein paar Mal dran gestoßen. Ich hab euch lieb, beste Community der Welt. Oh, Ina, wir haben dich auch Ina. Lieb. Moment, hier. Love is in the air. Na, 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 na. Wir dich natürlich auch. Aber ja, wir sind wirklich eine tolle Community, wenn man das mal so sagen darf. Mhm. Große Community. Eigenlob stinkt nicht. Nein, nicht von mir. Einfach alle. Ich meine, ich beziehe jetzt da ein paar Leute mit rein. Schon. Was hast du? Ich beziehe ein paar Leute in die Community rein, nicht nur mich, meine Leute.
So. Nummer 21, noch 9, beziehungsweise noch 8, noch 7. Okay, die waren jetzt sehr schnell. Noch 6. 6. Da krabbelt nichts mehr, also gehe ich da mal runter. Autsch. Ich höre, glaube ich. Nee, ich höre nichts mehr. Was? 6? Also die letzten 3 weiß ich, in welchem Raum die sind. Aber ich weiß nicht, ob da noch mehr sind. Okay. Aber guck mal. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon überall irgendwo waren. Hm. Hast du nochmals was in Richtung Speedrun gemacht? Nein, muss ich ehrlich gesagt sagen. Irgendwie habe ich das... Ich wollte... Breath of the Wild speedrunnen und irgendwie hat mir das Spiel den Gar ausgemacht für das andere Speedrun, das ich früher gemacht habe bei Mario Bros. Ich weiß nicht, ich habe es dann aufgehört, weil Lust verloren ein bisschen. Irgendwie war man auch dann nicht mehr so dabei. Hm. Ah, ich hätte doch das einfach machen können hier. Ja, hättest du. Hätte, Fahrradkette. Schaust du immer noch sehr gerne, Merlin, Speedruns? Der hat bestimmt ganz viel AGDQ geguckt. Ah. Da nicht. Da muss ich gar nicht probieren. Mach mal. Doch, mach mal. Aber ich höre nichts. Aber mach das mal trotzdem. Weil da ist ja noch so eine Nische. Ich weiß jetzt nicht, was dir die Nische bringt. Pfeile. What the fuck? Ja, die Lust muss da einfach zu 100% dabei sein. Definitiv und vor allem viel, viel üben. Viel, viel üben. Das Geduld bringt an nichts. What the fuck? Habe ich da etwas geschafft, was ich nicht schaffen hätte sollen? Weiß ich nicht. Aber es sah jetzt nicht so kompliziert aus. Ja. Ah ja. Hier sind auf jeden Fall einige. Oh, da ist sie schon. Am Rumkabel. Ah, siehst du? Ach, da. Mhm. Und dann bestimmt irgendwo oben. Sind hier schon krasslichen? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Das bringt mir nichts. Ah, das sind 3. Da oben sind 3. Praktisch. Na. Kriegst du die denn jetzt da runter? Am besten so. Wenn ich dann treffe. Ja. Hey, gibt's das? Knall mal einfach dran. Nicht viel, bin im Moment wieder im Zelda-Modus. Welches Zelda dann? Denn. Oh, da war noch eine. Noch eine. Ja, komm schon. Ist keine mehr, ne? Mm-mm. Ich höre die Krabbel. Wo ist die letzte? Nein! Ich höre... Oh nein! Voll die Nadel im Heuhaufen. Mhm. Okay, jeden Raum nochmal ablaufen. Schön. Und schön die Lauscher spitzen. Wir probieren doch einfach noch den einen... Nein, da vorne mit Käfer reintun. Okay. Nee. Und die Peitsche. Genau. Eigentlich sollte das Ding nur einem Blatt hervorbringen. Ein was? Blatt? Ein Blatt.
Okay. Also mit Wundererbsen. Minish-Cap hat mich sogar ein Gameboy SP und Classic für das Feeling geholt. Geil! Okay, nur nein. Minish-Cap ist geil. Ja, das ist auch eins meiner Lieblings. Das wollten wir eigentlich vor diesem Spiel spielen und haben dann mit dem Emulator ein bisschen Probleme gehabt, dass es nicht geklappt hat. Ja, das war blöd. Aber ist ja nicht schlimm. Außerdem, nee, gar nicht. Das war was anderes. Das war Link Between Worlds. Minute Cap war auch zur Auswahl neben Majora's Mask, aber wir hatten abstimmen lassen, glaube ich. Okay. Was gespielt werden soll. Bei Minish Cap kann man theoretisch auf der Wii U Virtual Console holen. Oder? Ja, eigentlich schon. Ich dachte jetzt recht im Kopf, aber. Mit Minish Cap kenne ich mich auch aus. 100% Smarty. Also, da hätte ich mich getäuscht, wenn jetzt von dir. Niemanden. Nee. Ich höre da nichts mehr. Scheiße, wo ist denn die letzte? Die letzte. Ah, oder einfach er selber? Muss ich ihn besiegen? Nee, der hat doch gesagt, finde sie alle, oder nicht? Oben an der Wand. Aber warum hören wir die denn nicht? Nein, sie ist versteckt. Wenn du das mal in Zukunft spielst, werde ich da sein. Cool, Merlin. Also, nach diesem Spiel werden wir definitiv schauen, welches Zelda wir als nächstes da machen werden. Aber ich muss schauen, wie ich das eben spielen könnte. Haben wir das noch nicht rausgefunden, leider. Ja, da gucken wir, wenn es soweit ist. Könnte es sein, dass trotzdem in dem Raum da rechts drüben noch etwas ist? Guck einfach. Ich habe keine Ahnung, wie viele. Also, du machst jetzt sind. Nicht einen auf unwissend und wüsstest schon, wo sie ist. Nee. Das mache ich nie, Romero. Also selten. Nie würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber ich weiß gerade wirklich nicht, wo die letzte ist. Manga zu Minish Cap? Gibt's ein Manga? Gibt's zu fast allen Spielen schon Manga. Oder allen sogar? Nee, Zelda 2 gibt's keinen. Also gibt's schon viele. Smarty, GG, sehr gut. Ich brauche aber auch nichts mehr. Also hier, den schließen wir, glaube ich. Guck mal an eine Decke nochmal. Aha. Ah, ich höre sie, ich höre sie. Echt? Ja. Hab sie gehört. Da. Ah, geil. Boah. Ja, ich höre sie. Das war aber fies. Fies, echt fies versteckt. Weil man hat die nicht gehört. Ja, hallo. Der Fluch ist gewichen. Gandalf, wir kommen. Wer? Gandalf? Das ist, wie der in echt heißt. Geht ZZZ. Endlich die Spinnen los, Ina. Nur noch eine große hässliche. Ah, nee. Die hässliche. Ein stolzer Mann. Mit tiefem V-Ausschnitt. Aha. Sexy. Willst du mit uns reden? Ah. Ich bin befreit. Ich dachte schon, mein Ende wäre gekommen. Vor einiger Zeit hat mir jemand die Maske gegeben. Er meinte, ich könnte damit reich werden. Er sagte, die Anweisungen seien hier irgendwo niedergeschrieben. Aber als ich danach suchte, wurde der Fluch auf mich gelegt.
Hätte ich geahnt, dass ein derartiges Materium auf mich wartet, hätte ich sie niemals angenommen. Warte, nimm sie. Sie ist dein. Maske der Wahrheit erhalten. Das sieht aber cool aus. Kennt man aus Ocarina of Time. Ja, genau. Und du hast, die Maske hat keinen Abstand. Leute, Leute. Philipp. Du hast die Maske. Die heißt die Maske. Geheimnisse, Mythensteine und der Gedanken der Tiere. Ich habe genug. Genau. Sobald ich mich besser fühle, gehe ich nach Hause. Okay. Siehst nicht besser aus ohne Maske? Jetzt kannst du über die Hunde quatschen. Uff, uff. Ich habe die Schnauze voll von meinem blöden Häschen. Was hat ein Rennhund wie ich hier überhaupt verloren? Oh, wie sehr ich doch denn die Ranch vermisse. Romane Ranch. Wie auf den Kopf läuft. Geil. Hä? Ah, die kann ich nicht mitnehmen. Nehme ich nicht mit. Der hat dir jetzt nur gesagt, dass auf der Romani Ranch Hunde leben. Okay. Aber auch irgendwann mal machen. Gut, dann würde ich sagen, hab wartet aber für heute, weil die nächste Spinnhaus schaffen wir dann heute. Okay. Wir haben schon wieder halb elf. So, klaro. Der stirbt. Beziehungsweise, ich kann mich ja eigentlich rüber teleportieren. Das kannst du. Nee, das weiß ich noch nicht auswendig. Runter, links, hoch. Heute was geschafft. Bist du zufrieden mit mir? Ich bin sehr zufrieden. Habe ich alles zu deiner Zufriedenheit erledigt? Aber natürlich. Danke. Du hast deinen Soll sehr gut erfüllt. Danke, danke. Darfst danke, du danke. Ein Mädchen eintragen? Für das zweite Bienenhaus wäre das wäre eine weitere Maske recht hilfreich. Okay. Ja. Warte, lass mich selber überlegen. Ich habe heute mir alles angeguckt zu den Masken. Ja, welche fehlt denn? Tag zurückstellen. Weiß ich gar nicht. Ja, ja, kannst wieder alles auf Anfang machen. Rest runter. Weil, das muss man ja eh. Schreib ich mir mal dahin. Erste. La, 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 la. Du hättest schön vorwärts spielen müssen. Perfekt, gut gemacht. Danke, Ina. Wisst ihr, was ich geil finden würde? Solche Sachen hier. Ja? Dass der Chat das aktivieren könnte. Das heißt, zum Beispiel machst du eine Schwelle zum Beispiel irgendwie, wenn viermal GG oder so von verschiedenen Leuten kommt, wird bei mir dann dieser Effekt aktiviert. Also nicht nur ein Soundeffekt, das geht ja, sondern das ist ein Video, oder? Und zum Beispiel, wenn ich etwas Gutes gemacht hätte mit GG oder so, dass irgendwie so ein Schild kommen würde, GG, aber das geht eben leider nicht. Dann nur ich so. Das ist dann müssen wir halt den Command in den Chat schreiben und du drückst den passenden Knopf dazu. Das wäre auch was Tolles, das stimmt. Ist eine Notlösung. Das stimmt. Bis es irgendwann vielleicht doch mal geht.
Abdämmerung des ersten Tages. Es verbleiben 72 Stunden. Genau. So, dann hoch, speichern nicht vergessen. Bei welchem Spiel war das schon wieder, wo wir nicht gespeichert haben? Twilight Princess. Ah. Haben wir den ganzen Abschnitt nicht gespeichert. Mm. Sehr schön. War doch wieder ein voller Erfolg. Definitiv.